Herzlich willkommen an alle Deutschlerner. Unser heutiges Thema ist die Vorsilbe um. Bei dieser Vorsilbe ist es von entscheidender Bedeutung, ob sie betont ist oder unbetont. Das kennt ihr vielleicht von dem berühmten Beispiel umfahren oder umfahren. Ich bin Gisela Darrer, Deutschlehrerin und Buchautorin, und es geht heute um folgende Verben: umgehen, umgehen, umfahren, umfahren, umtauschen, umarmen. Zunächst die allgemeine Bedeutung der Vorsilbe um. Unbetont, eine Biegung oder einen Kreis um etwas herum. Umarmen, meine Arme bilden einen Kreis um eine andere Person. Umgehen, ich laufe in einem Bogen um etwas herum. Die betonte Vorsilbe um, die allgemeine Bedeutung ist ein Wechsel, eine Veränderung. Umtauschen, ich wechsle Geld in eine andere Währung. Umsteigen, ich wechsle das Verkehrsmittel. Einige Verben mit der Vorsilbe um gibt es zweimal, betont und unbetont, mit unterschiedlichen Bedeutungen. Manche Verben sind aber auch nur betont oder nur unbetont. Umgehen mit betonter Vorsilbe. Jemanden oder etwas irgendwie behandeln. Umgehen, geht um, ist umgegangen, ging um. Mit plus Dativ. Er geht sehr streng mit den Kindern um. Perfekt, Frau Berberich ist immer vorsichtig mit dem Küchengerät umgegangen. Der Arzt ging immer höflich mit seinen Patienten um. Umgehen, unbetont. Um etwas oder jemanden in einem Bogen herumgehen. Umgehen, umgeht, hat umgangen, umging, mit Akkusativ. Olga umgeht die Baustelle und weicht auf einen Feldweg aus. Mit einem Trick hat er die Steuer umgangen. Die Demonstranten umgingen die Maskenpflicht und die Abstandsregeln. Umfahren betont, an jemanden etwas beim Fahren stoßen. Umfahren, fährt um, hat umgefahren, fuhr um, mit Akkusativ. Weil die Ausfahrt so eng ist, fährt Anita manchmal ihre Blumentöpfe um. Konrad hat ein Verkehrsschild umgefahren. Der Fahrer des Pkw fuhr einen Fußgänger um. Umfahren, unbetonte Vorsilbe, um jemanden oder etwas in einem Bogen herumfahren. Umfahren, umfährt, hat umfahren, umfuhr, mit Akkusativ. Mia umfährt die spielenden Kinder mit ihrem Fahrrad.
Auf der Autobahn war ein Stau. Wir haben eine Landstraße genommen und ihn umfahren. Der LKW umfuhr das Stadtzentrum. Umarmen, umarmt, hat umarmt, umarmte. Unbetonte Vorsilbe mit Akkusativ. Meine Freundin umarmt mich immer, wenn wir uns sehen. Wir hatten uns lange nicht gesehen, deshalb haben wir uns gleich umarmt. Putin umarmte den Staatsbesucher, wie es in Russland üblich ist. Umtauschen, tauscht um, hat umgetauscht, tauschte um. Betonte Vorsilbe, auch mit Akkusativ. Ich tausche Euro gegen Dollar um. Die Hose hat nicht gut gepasst. Brigitte hat sie gestern umgetauscht. Die Kundin tauschte das Fernsehgerät wegen einiger Mängel um. Weitere Verben mit der Vorsilbe um: betont, umsteigen, umziehen. So viel für heute zum Verbtraining. Liebe Grüße, eure Gisela.